Was geht ab, Elzeus hier? Willkommen zu einer Folge von Undertale. Ich bin der lustige kleine, das ist Carina. Ich bin lustige kleine Charles Play hier, ohne Maske. Und ich laufe mal weiter. Ich probiere den Kampf im Gespenst jetzt nochmal. Kampf. Tat. Genau, ich muss erstmal jubeln. Ich glaube, tausendmal jubeln, glaube ich, was, gell? Ein freundliches Lächeln. Nee. Er greift an. Ich finde, die Attacke ist so krank schwer. Alter. Sieht ein wenig munterer aus. Nochmal. Nochmal jubeln. Du erzählst einen lustigen Witz. Was, bin gerade nicht in der richtigen Stimmung. Entschuldige. Okay. Und einen weiteren Jubel. Ich möchte dir etwas zeigen. Lass es mich versuchen. Und so kann man ihn besiegen, ohne dass er ganz viel, was? Naps! Was? Nastapukluk? Keine Ahnung, voll schwer. Gefällt es dir? Mir gefällt es absolut. Genau, jetzt kann ich ihn verschonen, oder? Oder ich schaue noch schnell nach, bevor ich es mache. Tat. Nehmen wir es nochmal jubeln, glaube ich. Oh je. Normalerweise besuche ich... Genau, jetzt haben wir es geschafft. Hatten wir ja alles im vorigen Part schon. Vielleicht mache ich hier sogar einen kleinen Cut. Ich kann drüber laufen. Ich glaube, diesmal mal geradeaus. Wo kommt man da hin? Spinnen, Kuchen, Bazar. Alle Einnahmen gehen in echte Spinnen. 7G im Netz hinterlegen. Ja. Ein Donut? Ja, nochmal, oder? Geben dir ein Donut. So ein Donut kann mir echt helfen. Was kann man hier kaufen? 18G im Netz hinterlegen. Wieso nicht? Geben dir einen Krug. Habe ich jetzt echt in diesem Item drin, oder wie? Spinnendonut, Monsterbonbon. Ah, und ein Saft. Wetten, die heilen mich alle, oder? Das ist ja super. Super lieb, dankeschön. Okay, dann gehen wir hoch. Was ist mit dem Unterbrecher eigentlich? Aha. War gut zu wissen, dass ich mit X das überspringen kann. Waren gleich nur Tipps oder so. Okay, weiter geht's. Dankeschön. Ring. Ach, die Mutti, genau. Mit X kann ich weiter tun. Klick. Super. Genau, Crack war ja hier der erste richtige. Der da. Zack. Aktivieren. Und hoch. Und mal geht's. Der tanzt. Das ist süß. Ich finde dieses Ausweichsystem total cool. Genau. Achso, der ist fertig mit. Den kann man es auch fertig machen. Gnade, verschonen. Das war ein cooler Kampf. 2 Gold. Sehr friedliche Gegner. Okay, jetzt haben wir wieder da, wo wir angekommen sind. Bloß diesmal haben wir voll Energie noch. Jetzt können wir planen. Krabbelt. Näher ran. Okay. Der andere ist schon bereit zum Gehen. Dann wieder Gnade. Verschonen. Der tanzt wieder nur. Okay, jetzt auffällig. Gnade. Verschonen. Und weg mit euch. 0 XP. 2 Gold. Okay, dann... Ein Schalter drücken, ja? Drück ihn mal. Nichts passiert. Und da war ja oben auch. Nein, nichts passiert, oder? Ein Schalter drücken, ja? Nichts passiert. Schalter drücken, ja? Nichts passiert. Ist beim Einmecker runtergefallen beim Drücken. Vielleicht muss ich ja alle drücken, ohne runterzufallen. Ich gehe mal nach unten. Och, diese Kämpfe. Lux niert sich. Oh, der war scheiße. Wie macht man mit dem nochmal? Nicht herumhacken, gell? Endlich versteht das jemand. Oh. Oh Gott. Lux knirscht mit den Zähnen. Okay, super. Der ist schon bereit zum Ready to Rumble. Verschonen. Gewonnen. 0. Super. Alles gut. Okay, also den drücke ich mal nicht. Ich laufe rüber. Drück den. Ich glaube... Hä, muss ich einfach alle da rein? Ich kapiere es noch nicht ganz. Wenn ich den anderen drücke, falle ich runter. Warum falle ich da runter? Tat. Lux. Nicht herumhacken. Wow. Dankeschön. Dankeschön fürs Abonnieren.
Gott. Dankeschön, super lieb. Knirschen die Zähne. Ist er schon fertig? Der ist fertig, super. Gnade, verschonen. Habe ich den schon? Schalter drücken? Ja. Du nimmst zur Kenntnis, dass sich ein blauer Schalter hinter der oberen Säule befindet. Oh. Du vernimmst ein klares Klicken. Oh, sind die gemacht. Klar, hinter jeder Säule ist ein Schalter. Okay, Tat. Der andere ist schon fertig zum... Also der ist der einfachste Kampf der Welt. Einfach nur verschonen. Und dann tanzt er hier nur ein bisschen, macht nichts. Tanzen darf er ja hoffentlich. Und dann wieder verschonen. Na, Krina, was bei dir? Silberschaden. Silberschaden, das ist gut. Dankeschön an Leon, fürs Abonnieren. MLP verewigt. Okay, neuer Raum, neuer Dingsbums. Wenn du das liest, drücke den roten Schalter. Ein klares Klicken. Dankeschön an John, Fun fürs Abonnieren. Dankeschön, super lieb. Oh Gott. Oh Gott, also die beiden. Der andere tanzt ja nur. Nicht Kampf, nicht Kampf. Auf keinen Fall. Abendessen. Du kannst halt nur Rücken, Bauch, genau, er bietet ja ein gesundes Mahl an. Aber der macht halt Schaden ohne Ende, der Typ. Okay, okay. Oh, hier. Oh Gott. Oh Gott. Alter, der war gut. Lächeln auf mysteriöse Weise, okay. Okay, der ist bereit zum Gehen. Das ist ja gut, dann lassen wir ihn mal frei. Und der andere tanzt der Tadacha, das ist kein Problem. Tanzen, tanzen und wieder tanzt. Voller cooler Typ. Und jetzt verschonen, weg mit dir. Perfekt, keinen Schaden genommen. Das war ein super guter Kampf. Und hoch mit mir. Wieder ein Schalterraum. Langsam wird's langweilig. Was haben wir hier? Nur das liest. Drücke den grünen Schalter. Okay, mittlerweile wissen wir ja schon. Einen Schalter drücken. Jetzt wissen wir halt die Farbe nicht, ne? Wieder ein Kampf. Wir würden sagen, den ersten machen wir ein Abendessen. Guck uns mal an. Ist ein Grünzeug. Ich glaube, wir müssen das Grüne essen, sonst können wir nicht befreien. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Jetzt ist der so. Der ist nicht zufrieden. Wir müssen das grüne Ding essen. Jetzt hab ich's kapiert bei dem Typen. Okay, nochmal. Wo ist er? Da ist er. Ich hab's eingesammelt dabei. Er muss zufrieden sein. Aua, Alter, der macht ja richtig Schaden hier. Verschonen! Der tanzt jetzt nur noch und eine andere verschonen. Das war's kein guter Kampf. Oh mein Gott, was soll's. Wir verschonen ihn auch. Gewonnen, kommst 0 XP, 0 Gold. Okay, was ist hier jetzt runter? Nein, oder? Ganzen Weg nochmal laufen. Ist das ein Hundlingsspiel? Aber der Schalter ist schon aktiviert, oder? Ja, der ist aktiviert. Wow, drei Gegner. Lux und andere möchten auf dir herumhacken. Das dürfen sie aber nicht. Den können wir noch reden. Ich würde sagen, wir fangen an. Welche Reihenfolge am besten? Ich mache jetzt den Abendessen-Typen zuerst. Ist ein Grünzeug, bla bla. Das sind alle drei Dinge auf einmal. Wo ist das Grüne? Das ist. Nein, ich hab's nicht genommen! Okay, nochmal. Abendessen. Okay, nochmal. Grünzeug! Oh Gott, da ist es! Nein! Na, wo bist du? Komm her! Nein, du... Dann sterbe ich halt, ist mir wurscht. Wo ist die grüne Karotte? Wo ist die? Da ist sie! Okay, ich brauche ein Item ganz kurz. Ich hau mir mal so ein Bonbon rein. Und ich glaube, ich probiere doch lieber, den anderen zuerst zu machen, weil irgendwie, glaube ich, wird das nix. Wow, Alter, wow. Das ist zu viel. Tat, der Lux, wir reden mit, nicht herumhacken. Endlich versteht mich mal jemand. Wow, wow, Hilfe. Oh Gott, so am Ende noch getroffen. Verschonen, erster ist weg. Superschön, fällt mit kleiner. Wow, wow, wow. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Abendessen, auf geht's, hoff. Aber dann treffe ich auch einfach das Gemüse. Grünzeug. Da die Banane. Hallo! Ich hab sie. Oh Gott. Wo ist mein Item? Nee, brauche ich nicht.
Der andere macht ja nichts, da tanzt er nur. Sei du selbst. Juhu! Und oh Gott, war das ein kranker Kampf. Jetzt sollte ich lieber wieder was essen. Und eigentlich krieg ich sogar noch eins essen, damit ich hier voll bin. Okay. Das ist gut. Und hoch mit mir. So, wenigstens der andere Schalter der richtige ist. So ein Quatsch. Hier. Und drücken. Ja. Du vernimmst ein klares Klicken. Immer diese Kämpfe. Okay, der Kampf ist aber recht easy. Ich muss nur... Nein, nicht kämpfen. Ich will mal gar nicht kämpfen. Das ist mir voll gemein, weil ich denke immer, ich bin bei der Auswahlfenster noch gar nicht dabei. Hier jetzt, Tat. Und, Abendessen. Okay, auf den Bauch. Was ist hier? Oh, Johnny Depp, Vorwürfe. Das hat Johnny Depp angestellt. Dankeschön fürs Abonnieren, super lieb. Das grüne Zeug. Dankeschön, ich hab's. Und jetzt, Gnade. Dankeschön an Dats Hürkin fürs Abonnieren. Kann ich das wegtun, bitte? Schließen. Gnade, verschonen und fertig. Gewonnen, kostet 0 XP, 0 Gold. Endlich habe ich diesen Raum geschafft. Wiese. Was ist das da oben? Ich laufe mal nicht drauf rum. Geh mal nach oben zuerst. Wow. Oh je. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Da ist ja wieder. Wie bist du hergekommen, mein Kind? Bist du verletzt? Ich werde dich gesund pflegen. Ich hätte dich nicht so lange alleine lassen sollen. Es war unverantwortlich, dich auf diese Art und Weise zu überraschen. Ich denke, ich kann es wohl nicht länger geheim halten. Komm mit, mein Kind. Okay. Interessant, Alter. Ich kann hier speichern. Leute, endlich! Speichern! Der Anblick eines hübschen Hauses inmitten der Ruinen verleiht dir Entschlossenheit. Speichern! Riechst du das? Überraschung. Es ist ein Karamell-Zimtkuchen! Dachte mir, wir feiern deine Ankunft. Du. Ich kann jetzt einen Kuchen jetzt, oder? Du wirst. Ja, mach's ja mal beides. Du wirst während deines Aufenthaltes eine schöne Zeit erleben. Deswegen verzichte ich heute Abend auf Schneckenkuchen. Hier, es gibt noch eine weitere Überraschung. Jetzt kommt's, ja, wird irgendwas Perverses. Oh, wie gemütlich. Egal, Jetzt kommt Schneckenkampf. Das ist es. Wie sie mich an der Hand nimmt. Ein Zimmer, ganz für dich alleine. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, wie sie mich tätschelt. Wie süß. Brennt da etwas an? Fühle dich einfach ganz wie zu Hause. Ja, sie muss den Kuchen holen. Okay, dann würde ich sagen, geh ich mal rein. Das ist... Oh, wie süß. Ganz ehrlich, ich als Kind habe diese Pixelgrafik so geliebt. Ein leeres leerer Bilderrahmen. Was ist das für eine Truhe? Eine Kiste mit Kinderschuhen in unterschiedlichen Größen. Ach, schön. Ich bin das erste Kind. Bett zum Schlafen. Gute Nacht. Du findest ein Stück Karamell-Zimtkuchen. Oh! Lichter machen. No, ist die lieb, die Frau. Was ist das für ein riesiges Haus? Okay, was ist, wo geht's da lang? Zimmer wird renoviert. Nein. Kein Tagebuch lesen. Der hat keine Kinder umgebracht. Dankeschön an Trupo Lecola fürs Abonnieren. Super lieb. Die ist brav, die Frau. Was bist du immer so skeptisch? Die ist super. Oh, da guckt, die liest mir was vor. Oh, schon aufgestanden? Ich wollte dich wissen lassen, wie froh ich bin, dass du da bist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich zeige dir meinen Lieblingsort zum Käfersammeln. Ich habe sogar einen Stundenplan für deinen Unterricht erstellt. Das mag dich jetzt eventuell überraschen, aber ich wollte schon immer eine Lehrerin werden. Ach, vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Trotzdem, ich bin froh, dass du hier lebst. Oh, wird etwas Bestimmtes? Was gibt es denn? Wann kann ich gehen? Nichts. Ich mach mal nichts.
Also, wenn du das brauchst, dann sprich einfach mit mir. Oh oh. Okay, ich gehe mal nach oben. Was ist hier? Oh, noch mehr Kuchen für mich. Die Größe des Kuchens schüchtert dich zu sehr ein, um ihn zu essen. Okay. Aus irgendeinem Grund liegt eine Markenschokoriegel im Kühlschrank. Ein Markenschokoriegel? In der Spüle klebt weißes Fell. Im Geschirrschrank liegt ein Keksmesser für Lebkuchenmonster. Der Ofen ist wirklich sauber. Toril benutzt wohl eher Feuermagie. Okay, aber bisher kenne ich noch nichts Gruseliges, außer dass ich scheinbar irgendwie nicht mehr gehen darf. Das Feuer? Das Feuer ist nicht genügend heiß, sondern nur gemütlich warm. Es ist ein Geschichtsbuch. Eine Seite ist aufgeschlagen. Gefangen hinter der Barriere zogen wir uns zurück, in Angst vor menschlichen Angriffen. Wir wandern tief durch das Erdreich, bis wir das Höhlenende erreichten. Das war unser neues Zuhause, welches wir Zuhause nannten. Egal wie großartig unser König ist, er hat es nicht so mit Namen. Die Endstücke der Werkzeuge wurden abgefeilt, um sie sicherer zu machen. Oh, ist die toll. Wir laufen mal nach unten oder so. Oder was ist das hier alles? Wir suchen mal alles, Leute. Hier befinden sich ein Kalender. Hier befindet sich ein Kalender vom Anfang 2000 irgendwie viel. Was ist hier? Diese Bücher sind abgenutzt und wurden wohl zu oft gelesen. Ich laufe mal nach unten. Ich denke, du sollst lieber oben spielen. Die zieht mich wieder zurück. Okay, das ist gruselig. Dann gehe ich nach draußen. Ich darf ja gehen, scheinbar. Dann frage ich sie mal, ob ich gehen darf, an sich. Oh, hallo. Möchtest du das über Bücher von, das ich hier lese? Ich trage den Titel 62 Anwendungen für Schnecken. Was meinst du? Wo ist der Ausgang? Wie wäre es mit einem Fakten über Schnecken? Wusstest du, dass Schnecken sich nicht als Schnürsenkel eignen? Interessant. Ja, in Ordnung. Frag mich einfach immer, was du brauchst. Was ist dann hier los? Also wir hatten doch unten noch einen anderen Weg. Wo ging es dann dahin? Da lang? Was ist hier lang dann? Du findest ein Spielzeugmesser. Interessant. Voll viele schreiben gerade, lies ihr Tagebuch. Aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht, ich speichere mal vorher ab. Dann kann ich, ist wie im echten Leben, einfach abspeichern und was ausprobieren. So. Okay. Wo ist das Tagebuch von ihr gewesen? Das war da drinnen. Wir lesen es. Du liest einen Eintrag. Wieso wurde das Skelett entlassen? Dankeschön! Ein Ei des Ghost TV. CEO, der rauchende alkoholiker Fuckboy, der vor jedem Video eine raucht und gute Ideen für das Video zu haben. Dankeschön. Kappa, kappa. Dankeschön. Für 5 Euro. Super lieb. Geiles Ghost TV. Dankeschön. Wieso wurde das Skelett entlassen? Weil es nie mit dem Herzen bei der Sache war. Der Rest der Seite ist voller Witze von ähnlichem Kaliber. Ich habe den Witz nicht verstanden. Was war der Witz jetzt genau? Egal. Skelette, was entlassen wurde? Okay, es wurde entlassen, weil sein Herz... Was gibt es? Wo ist der Ausgang? Ich muss etwas erledigen. Bitte bleib hier. Wir folgen hier mal. Oder wir nehmen jetzt den Weg nach unten, oder? Du möchtest wissen, wie du nach Hause kommst, nicht wahr? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Ein Ausgang, der zum restlichen Untergrund führt. Ich werde ihn zerstören. Niemand wird je wieder hier rauskommen. Nun sei bitte ein braves Kind und geh wieder nach oben. Nein! Nein! Was tut sie?
Jeden Menschen, der hier herunterfällt, trifft das gleiche Schicksal. Ich muss das immer und immer wieder mit ansehen. Sie kommen, sie gehen, sie sterben. Naives Kind, wenn du die Ruinen verlässt, werden sie... Asgore wird dich töten. Was ist ein Asgore? Ich beschütze dich nur, verstehst du? Geh in dein Zimmer. Nein! Versuche nicht, mich aufzuhalten. Das ist die letzte Warnung. Nein! Du möchtest so dringend gehen? Du bist genau wie die anderen. Es gibt dafür nur eine Lösung. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Wow! Blockiert im Pfad. Tat. Wir reden mit dir. Dir kommen keine Gesprächsthemen, in den Sinn. Wow! Diggi! Wow! Boah, Alter! Sieht sie durch dich durch? Analyse. 80 Dev weiß nicht, was für dich am besten ist. Oh Gott. Darf ich jetzt kämpfen mit dir? Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott. Er hat einen magischen Angriff vor. Wir reden. Du versuchst wieder etwas zu sagen, doch. Wow! Wow! Oh Gott. Wow! Wow! Oh Gott. Wir reden nochmal. Ironischerweise scheint Reden nicht die Lösung für diese Aktualisation zu sein. Was? Das ist echt... Das ist ja... Alter, wie soll ich da ausweichen? Okay, habe ich noch einen Kuchen? Du isst den Karamellkuchen. HP wiederhergestellt. Wow. Wo soll ich mich da? Kirchendeckung. Wir reden weiter. Ironischerweise scheint Reden nicht Lösung. Aber ich kann jetzt nicht kämpfen. Was tue ich? Eventuell, ich mache einfach mal Gnade jetzt. Oder verschonen. Verschonen. Hä? Was tut sie? Was tut sie? Nein! Oh Gott, nein! Verschonen. Will sie auch nicht. Soll ich dann fliehen? Ach, fliehen ist doch blöd. Aua! Oh Gott, ich bin wieder fast tot. Spinndonut! 12 Papier, oh Gott. Fliehen? Geflohen. So ist es richtig. Geh nach oben. Nicht heilen. Gnade. Gnade geht aber nicht. Die will wieder... Soll ich ganz oft Gnade machen? Oh, 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 oh. Ein Treffer. Zwei Treffer. Kann man nicht ausweichen. Oh, oh. Was hier so? Oh Gott. Magischen Angriff vor. Jetzt bin ich wieder fast tot. Spinndonut! Dankeschön! Für Spenden! Au! Aua! Oh Gott. Verschonen. Was tust du? Was tust du? Kämpfe oder fliehe? Ich fliehe. Oh Gott. Und jetzt? Oh Gott. Kranker Angriff. Was beweist du denn damit? Gott, dass ich lieb bin. Au! Boah Gott. Der Saft. Jo, ich bin wieder voll. Das ist für ein kranker Kampf, Alter. Hilfe, 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 Hilfe. Okay. Bekämpfe mich oder fliehe. Hör auf! Oh Gott. Schau mich nicht so an. Doch, komm schon. Du bist lieb, das wissen wir alle.
trifft mich immer zweimal mit dem Angriff, der ist so übel. Verschonen, geh weg! Nicht der Angriff schon wieder, der ist so übel. Oh Gott, oh Gott. Toll, magischer Angriff vor. Wir machen nur ein Plastikmesser. Ausgerüstet. Interessant. Wow, Hilfe! Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das ist viel zu übel. Hä? Sie hat bald keine Angst mehr. Die weicht aus. Sie kämpft mich. Sie macht nichts mehr. Ich schaffe es doch. Ich weiß, was du möchtest. Nach Hause, aber... Verschonen. Bitte dich. Geh nach oben. Ich verspreche, dass auf dich aufpasse. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... Wir können ein gutes Leben führen. Warum möchtest du... Warum machst du es nur so schwer? Eigentlich würde ich voll gern mit dir zusammenleben. Die macht mir Kuchen, liest mir vor, unterrichtet mich. Bitte geh nach oben. So wie ich hat sie gerade gesagt. Geh nach oben. Haha. Bedauernswert, nicht wahr? Nicht einmal ein Kind kann ich retten. Aber ich verstehe. Du wärst hier unten unglücklich abgeschnitten von der Außenwelt. Die Ruinen sind wirklich klein, wenn man sich daran gewöhnt. Es wäre nicht richtig, dich jetzt aufwachsen zu lassen. Meine Erwartungen, meine Einsamkeit, mein Kummer. Für dich, mein Kind, werde ich sie beiseite legen. Wenn du wirklich die Ruinen verlassen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. Aber wenn du gehst, dann komm bitte nicht zurück. Ich hoffe, du verstehst das. No, die mag mich nochmal. Oh Mann, oh Gott, wie süß. Oh nein. Leb wohl, mein Kind. Oh. Nein, komm zurück. Na gut, wir gehen. Darf ich speichern? Bitte? Oder hab ich noch ein Item oder so? Stock. Du wirfst den Stock weg, dann hebst du ihn wieder auf. Geil. Stückchen werfen. Du wirfst den Stock weg, dann hebst du ihn wieder auf. Wir laufen nach oben. Clever, sehr clever. Du denkst wohl, du bist besonders klug, oder nicht? In dieser Welt gibt es nur Töten und getötet werden. Du hast es also geschafft, nach deinen Regeln zu spielen. Du hast das Leben einer... Dankeschön fürs Abonnieren! Du hast das Leben einer einzelnen Person verschont. Hehehehe. Was Frocket, Winsum, irgendwas Lux, irgendwas. Denke über diese Namen nach. Denkst du, diese Monster haben Familien? Denkst du, sie haben Freunde? Jeder von ihnen könnte die Toriel eines anderen sein. Egoistische Skör. Wegen dir musste jemand sterben. Alles klar, Tiki. Ach, die Spende, gell? Ich habe das Gerücht gehört, dass du der beste YouTuber der Welt bist. Nee, warte mal, das ist kein Gerücht, das stimmt. Oh, Zioversum, dankeschön. Was? Von Tobi Fox. Schau dir das mal an. Unfair. Ich will speichern. Oh. Hier, ist ein mega gruseliger Wald. Hallo. Was war denn mir? Wow, wer ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Oh nein, Hilfe. Mensch. Weißt du nicht, dass man Fremden grüßt? Dreh dich um und schüttle meine fettige Hand. Ja, mach halt. Die alte... Die Musik? Das ist ja...
Da hat Abladi seine Musik her. Der alte Trick mit dem Furzkissen in der Hand. Dankeschön fürs Abonnieren an Baron Mindestlohn oder irgendwie so. Kommt immer gut an. Wie auch immer, du bist doch ein Mensch, nicht wahr? Das ist ja zu komisch. Mein Name ist Sans, der Skelett. Eigentlich solltest du dich hier nach Menschen Ausschau halten. Aber, weißt du, ich habe wirklich keine Lust, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder Papyrus ist ein absoluter Menschenjagdfanatiker. Hey, wenn mich nicht alles täuscht, steht es dort drüben. Mir kommt eine Idee. Geh doch durch dieses Tor dort. Ja, geh einfach durch. Mein Bruder hat sich beim Abstanden verschätzt. Was? Abstand verschätzt? Schnell, versteck dich hinter dieser gelegen platzierten Lampe. Was geht ab, Bruder? Du weißt genau, was abgeht, Bruder. Es ist 8 Tage her und du hast immer noch nicht dein Rätsel neu kalibriert. Du hängst nur außerhalb deines Postens herum. Was machst du überhaupt? Die Lampe anstarren, die ist wirklich cool. Willst du mal nachsehen? Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Was passiert, wenn ein Mensch hier vorbeikommt? Ich muss bereit sein. Ich möchte es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich werde einen Menschen fangen. Dann werde ich der größte Papyrus. All die Dinge kriegen, die ich mir so sehr wünsche. Respekt, Anerkennung. Ich werde endlich der Königsgarde beitreten können. Die Leute werden fragen, ob ich ihr Freund sein möchte. Ich werde jeden Morgen in Küssen baden. Vielleicht hilft dir ja diese Lampe. Sans, du bist mir keine Hilfe, du fauler Knochen. Du hängst nur herum und schindst Zeit. Du wirst jeden Tag fauler und fauler. Hey, entspann dich. Ich habe heute wirklich sehr hart gearbeitet. Knochenhart. Sans, komm schon. Du lächelst doch. Ja, und ich hasse es, seufzt. Warum muss jemand Großartiges wie ich so viel für so wenig Anerkennung schuften? Wow, klingt ja nach einem echten Knochenjob. Puh. Ich werde mich mein Rätsel widmen, wie ich dir für deine Arbeit rate. Zeig einmal ein wenig mehr Rückgrat. Mehr Rückgrat zeigen, ich verstehe. Hey. Okay, du kannst jetzt herauskommen. Das war ja hochinteressant. Wir reden mit ihm mal. Es ist besser gehen. Er kommt bald zurück. Und falls er dort das tut, musst du dir noch mehr meiner tollen Witze anhören. Das stimmt. Ich finde den Typen voll sympathisch. Er scheint eine Art Kontrollpunkt oder Wachposten zu sein. Aber hier liegt eine Flasche mit Ketchup, Senf und anderen Geschmäckern. Das ist auch eher ein Pommelstand. Hey, warte. Ich will dir ja keine Umstände bereiten, aber weißt du, dass mein Bruder war in letzter Zeit nicht besonders gut drauf? Er sah noch nie zuvor einen Menschen, also könntest du ihm helfen? Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn er es versucht. Vielen Dank im Voraus. Ich gehe jetzt schon einmal vor. Speichern! Sichern! Dann würde ich sagen, was in diesem Part. Dankeschön fürs Zuschauen. War echt super lustig am Ende nochmal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, CEO macht absolut blöde Witze. Oder eigentlich der Knochentyp. Dann bist du an der Ciao. Juhu! Carina Wink. Okay.